ohne jede Diskussion. Wir sind ja auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. Wir waren heute mit vier Kundgebungen in Mitte präsent. Also wir heißt jetzt das Bündnis Reclaim Rosa-Luxemburg-Platz. Am Alex gibt Stress. Die Nazi-Hools haben angefangen, Reclaim Club Culture Stress zu machen. Am Schendelpark, die Leute von der Linie haben leider Pech gehabt mit der Einheit, die für sie zuständig ist. Und mussten mit den 23ern irgendwie dann sich beschäftigen. Und wir hatten hier Glück, die Polizei hat, so wie es sein soll, alles für uns abgesperrt. Und nur eine komische Künstlerinnengruppe neben uns. Ja, ist ganz toll, wir haben es mal wieder geschafft, den Platz für uns zu haben, die... Nazis und Bürgis, die haben sich die Zähne ausgebissen an den Barrikaden der Polizei. So muss es sein. Es ist natürlich die Angst, dass sie sich halt woanders sammeln oder irgendwo in der Stadt auf einmal auftauchen, was wir ja auch nicht wollen. Also die Idee war ja schon, dass sie dann aufgeben. So. Jetzt müssen wir überlegen, ob das nicht schlauer gewesen wäre, vielleicht sollten wir die Strategiediskussion intern führen. Aber wie wir jetzt damit umgehen, ob wir jetzt überall in der Stadt auch Kundgebungen anmelden wollen, dann ab nächste Woche können 100 Leute demonstrieren und sich auch bewegen. Das verschiebt nochmal alles. Wir haben diesmal wirklich aufgerufen und mobilisiert, sich den Nazis in die Quere zu stellen. Und es sind auch eine Menge Leute gefolgt, aber... Ich kann nicht sagen, wie der Abend noch verläuft. Weiß ich nicht. Also eine Eskalation ist ja auch nicht schlecht, wenn sie so polarisiert. Ja, wir sind Samstag wieder hier. Jetzt dadurch, dass nächsten Samstag viel Krawall war und es eigentlich jetzt auch durch die Presse ging, dass das doch eher eine Nazi-Veranstaltung ist, diese Hygienedemo, haben sich sehr viele Gruppen angeschlossen oder interessierter gezeigt als vorher. Und wir rechnen damit, dass jetzt auch Volksbühne und Karl-Liebknecht-Haus und Anwohnerinnen sich uns anschließen in unserem Protest. Und ich denke, dass auch größere Bündnisse als unsere sich den Nazis in anderen Orten entgegenstellen. Generell ist es halt eine erschreckende Entwicklung, wie sich bei Pegida auch schon gezeigt hat, wie anschlussfähig die Rechten schon sind, auch in Berlin. Also, dass wir hier auf dem Rosa-Luxemburg-Platz vor Nazis geschützt werden müssen durch ein massives Polizeiaufgebot, hätte ich mir vor einem Jahr nicht vorstellen können.